halt keine Weltklasse-Choreografie war. Genau, das haben wir eben im Lateinbereich schon gesehen, dass dort die Punkte um bis zu 2 Punkte variieren. Das werden wir auch hier im Standardbereich sehen. Kommen wir erstmal zur nächsten Mannschaft. Schwenken rüber in die Niederlande. Ja, traditionell wird es laut in der Halle. Die bringen immer viele Fans mit, die niederländischen Teams. Insbesondere natürlich, wenn sie es dann auch mal ins Finale schaffen, wie eben DSV Sway of Life. Kommen aus dem Örtchen Maren-Kessel. Kennt natürlich kein Mensch unter ihnen, nehme ich mal an. Zur Orientierung, das liegt so etwa 30 Kilometer südlich von Utrecht. Trainiert wird das Team von Roel Findhammer und seiner Ehefrau Claudia. Und wir werden jetzt, für meiner Meinung nach, ein ganz tolles musikalisches Stück erleben. Nach dem gleichnamigen Disney-Werk Aladdin. Friend or two.
insgesamt fand ich kompakter, mit ein bisschen mehr Wumms, wenn man das so sagen darf, im Gegensatz zu den Österreichern, die wir eben sahen. Da waren ein paar pfiffige Ideen drin, da war eine Geschichte drin. Sag nur mal der Damenwechsel der Herren in einer Szene. Die Höchstschwierigkeiten auch hier nicht. Das Verschachteln, das du eben angesprochen hattest, auch bei den Österreichern, hier auch vorwärts getanzt, nicht rückwärts. Trotzdem, nach meinem Empfinden, in allen Wertungsgebieten ein Tick besser als die Österreicher, die wir eben gesehen haben. Ja. Ich fand besonders eine sehr durchgängige Choreografie. Also ich habe nie den Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, das hat jetzt irgendwie nicht gepasst. Sondern das war von vorne bis hinten eine Geschichte, eine Kür und die Musik war wunderbar vertanzt. Das dritte Wertungsgebiet hatten wir ja schon angeschnitten. Du hattest es mit der Spider-Cam schon erklärt. Linien, stehen die Leute hintereinander, habe ich schwierige Bilder, habe ich viele Bilderwechsel. Was wir hier aber auch gut gesehen haben, ist im zweiten Wertungsgebiet Movement to Music. Charakteristiken der einzelnen Tänze gut vertanzt. Hier sehen wir nochmal die Schwierigkeit 8er Reihe. Viele Drehungen, teils rückwärts bewegt. Und wenn diese 8er Reihe sich gleichmäßig bewegt, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann ist die Schwierigkeit auch souverän getanzt. Sind wir mal gespannt, wie die Wertungsrichter das gesehen haben. Ein bisschen anders als wir. Da sind sie tiefer. Da auch. Ja. Das ist gut. Das ist noch besser. Und trotzdem reicht es nicht, die Österreicher zu überholen. Dafür sind es Wertungsrichter und wir nur Kommentatoren. Ich wollte es gerade sagen. Ich würde trotzdem sagen, das ist zumindest diskutabel. Sehe ich auch so. Choreografisch und von den Bildern her wurde die Niederlande besser bewertet, tänzerisch die Österreicher. Ja, wie gesagt, da sitzen die Wertungsrichter auch direkt an der Fläche und nicht wie wir hier oben.